Laufen, laufen, laufen. Das sagte mir der Arzt, nachdem er mich untersucht hatte. Ich hatte einige Probleme in den Beinen und hatte erwartet, dass ich eine Serie von Medizinanweisungen bekomme. Aber es war nur Laufen, Laufen, Laufen. Damit war mein Thema für die Fastenzeit benannt. Nicht weniger rauchen, ich rauche nicht. Weniger Alkohol, ich trinke kaum. Weniger Süßigkeiten, na, das ist schon eine kleine Schwäche. Aber ansonsten, ich beginne also zu laufen. Laufen, das ist etwas, was mir zunächst einmal auch Anstrengung abverlangt. Ich habe mit einem Freund gesprochen. Er hat gesagt, du, das ist eine tolle Erfahrung. Ich laufe jeden Morgen. Da wird die Lunge frei, da wird der Kopf frei. Da werfe ich alles ab, was Last ist. Ich fühle mich einfach wie in einem neuen Raum. Jeden Morgen frei in einem Raum. Lauf ruhig, sagt er. Nun bin ich nicht der größte Läufer. Aber ich habe mir angewöhnt, kleinere Strecken zu laufen. Ich gehe und merke, dass da etwas dran ist, dass der Raum sich öffnet, dass ich freier werde, dass die Ich-Verkrampfung sich löst. Frei werden, in einen Raum hineingehen, dort, wo nichts beengt, wo ich vor allen Dingen mich nicht beenge und dann vielleicht die Erfahrung machen kann, dass Gott in diesem Raum für mich gegenwärtig ist, dass ich ihn entdecke, dass er behutsam bei mir anklopft. Gott ist da, in diesem Raum, den ich durch mein Laufen gefunden habe.